Opiumhandel kontrollieren chinesische Banden. Meist sind es ehemalige Matrosen, die jetzt Wäschereien und Restaurants in der Schmuckstraße betreiben. Das war so im Keller und oben waren so Klappen auf und da kam so ein Qualm raus. Und die, wir sind da neugierig, wie man ist, gucke ich da durch, wie geht, was liegt denn da alles rum? So alle Chinesen mit einem Spitzbart, ne? Und hier so ein Zwirbel und diese Pfeifen im Mund. Dann habe ich natürlich meine Mutter gefragt. Na, erstmal habe ich Schelde gekriegt, dass ich da hingegangen bin. Logischerweise, da war ich da nichts zu suchen, alle. Und dann hat sie mir das erklärt, dass da die Opiumpfeifen geraucht werden.